D'Artagnan. Aramis, Porthos, Athos und D'Artagnan. Eine für alle und alle für eine. Hier hat sie der junge D'Artagnan gerade kennengelernt, die drei Musketiere und ihren Leitspruch. Sie sind das, was er einmal werden will. Ein Musketier, ein Soldat, der für Recht und Ordnung eintritt. Doch auf seinem Weg dorthin stolpert D'Artagnan zusammen mit seinen neuen Freunden Athos, Porthos und Aramis über die Intrigen des Kardinals Richelieu. Mit der Inszenierung des Klassikers hat sich Regisseur Michael Ramjouet einen wahren Kindheitstraum erfüllt. Die Idee habe ich schon sehr, sehr lange, eigentlich schon von Kindesbeinen an. Wer mal die Verfilmung aus den 70er Jahren gesehen hat und das Buch gelesen hat, kommt so schnell von den Musketieren nicht los. Und dieses Jahr war endlich die Möglichkeit, das auch auf die Bühne zu bringen. Bei ihm liegt die wahre Macht. Kardinal Richelieu manipuliert den König zusammen mit der tückischen Lady de Winter und treibt Frankreich geradewegs in einen Krieg mit England. Nur Königin Anna durchschaut den scheinheiligen Geistlichen, leistet ihm zusammen mit den Musketieren Widerstand. Dieses Buch von Alexandre Dumas hat über 700 Seiten und es ist unmöglich, das in einer 2 Stunden Theaterfassung zu bringen. Wir haben, oder ihr habt dann an den Stellen gekürzt und das gestrafft, wo es einfach notwendig war und wo für mich die Handlung einfach sinnvoll weitergeht. Und die Handlung fesselt die Zuschauer. Sie erleben spektakuläre Schlachten. Dramatische Liebesszenen. Gerade diese Mischung ist das Besondere des Schauspiels. Das Schöne an den drei Musketieren ist, dass es hat, heute sag mal, Action, es hat Intrigen, es hat eine Liebesgeschichte. Wir haben den Prunk des Adels, wir haben Gefechte, wir haben Musketen. Es ist so viel drin und es ist abenteuerlich und hoffentlich auch spannend und lustig. Und es geht gut aus. Der Held überlebt, also D'Artagnan überlebt und das ist das Schöne. Denn am Ende bekommt D'Artagnan alles, was er will. Der Kardinal und Lady de Winter fliegen auf. D'Artagnan wird endlich zum Musketier ernannt und kann fortan mitrufen, wenn es heißt: Musketiere, einer für alle und...